Die 23-Uhr-Stunde ist eröffnet. Ein kurzer Blick über die kommenden Attraktionen. Im PC-Bereich haben wir natürlich das gleiche Thema wie eh und je. Daisy Tarski versteckt sich im Warhammer-Universum. Yo, wie eh und je wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest noch zwei Takes werdet ihr bekommen von Warhammer Mark of Chaos Battlemage, dem Add-on. Und ich habe keine Kohle mehr für die Steinschleudern. Vielleicht werdet ihr gleich sehen, ob ich sie noch auftreiben kann. Ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt's ja bei Warhammer sowas wie Aktien. Werden wir mal schauen, vielleicht kriegt das noch hin bis im nächsten Take. Bleibt auf jeden Fall spannend. Colin Gäbel ist natürlich in seiner Zerstörungswut unaufhaltsam im Battlefield Bad Company. Steinschleuder. Steinschleuder. Nein, also wir haben jetzt hier richtig, richtig dicken Wumms. Es macht richtig Wumms, denn wir zocken quasi heute Giga-Weltpremiere, die Solo-Kampagne von Battlefield Bad Company, und da geht's richtig zur Sache. Ein Thema haben die Maxer schon abgehakt, das war First Strike für Battlefield 2142. Jetzt, und da machen wir auch gleich weiter, haben wir eine Modifikation, die im Zweiten Weltkrieg spielt, für Battlefield 2. Und die heißt, und jetzt bin ich hundertprozentig sicher, dass es richtig ist, Forgotten Hope 2.1. Yes! Yay! Dankeschön! Juhu, hervorragend! Danke, hast du gut gemacht. Sehr schön. Ja, die gibt's jetzt. Gerade eben, als der Maxi gesagt hat, das Thema im PC-Bereich wie eh und je, dachte ich erst, ach, schon wieder Trackmania Nations. Aber ja. Nee, zum Glück ja dann doch nicht. Bei uns trifft das dann eher zu, das Thema wie eh und je, Battlefield. Wir werden ja auch gerne mal den Battlefield-Bereich geschimpft. Aber völlig zu Recht. Es gibt so viele gute Modifikationen dafür. Da muss man die auch zeigen. Und Forgotten Hope, beziehungsweise Forgotten Hope 2, denn das Ganze ist ja eine Serie, die es schon für Battlefield 1942 gab, ist einfach eine super gute Modifikation. Und die wollen wir euch auch in neuester Version nicht vorenthalten, denn da gibt es wieder jede Menge neue Maps. Genau genommen drei. Genau, jede Menge. Drei, aber neue Vehikel, ja, ne? Unter anderem Fahrrad, ein Traktor. Super! Yay, neue Flugzeuge. Eins. Und Panzer. Tolle Sachen. Ja. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Du bist schon einem Server beigetreten, glaube ich. Ja, ja, in diesem Moment. Sehr gut. Und den werden wir jetzt einfach mal zeigen. Sobald ich den gefunden habe, werde ich dem auch beitreten und werde euch ihn sagen. Genau, es ist dieser hier. Gazala spielen wir, ne? Genau. 79th.org/fr. Forgotten Hope 2.1 Pure. Schöner Ping. Ein von 64 Spielern momentan und ich trete jetzt einfach mal bei. Für die Leute, die jetzt schreien, Mensch, ihr hättet das doch vorher in den Comments mal posten können, da gab es leider jetzt gerade keine Zeit zu. Das machen wir aber gleich. Ja. Damit dann werden wir Bescheid sagen. Die Steam-Gucker da so ein bisschen bevorteilt. Die Steam-Gucker? Ja. Die oder Stream? die Steam. Die Steam-Spieler. Ja, richtig. Stream. Stimmt, kann man uns Steam ja neuerdings Stream. Auch anfangen. Ja, wusste ihr noch nicht, aber es gibt ein neues Steam-Update und darüber kann man jetzt Giga schauen. Gazala ist eine von den neuen Maps. Ich habe es gerade eben gesagt, drei gibt es insgesamt. Und zwar ist das einmal Invasion of Crete, also die Invasion von Kreta. Mhm. Dann Gazala und was war die dritte Map? Schlacht an der Maret-Linie. Richtig, ganz genau. Also geschichtlich wieder top dabei, die Jungs, die das Ganze machen. Das ist man von denen auch schon so gewohnt. Die achten da immer höchst penibel drauf, dass auch alle möglichen Modelle bzw. Vehikel und so weiter und so fort richtig in diese Zeitschiene passen. Du bist schon drauf und dann kann es eigentlich auch jeden Moment losgehen. Ich hoffe, dass uns viele Leute beitreten werden. Du liest auch gerne die Karteneinweisungen. Ja, absolut. Ich lese mir das gerne nochmal so durch. Ja. Aber ich gebe noch mal ganz kurz die IP durch. 91.121.94.105.16567. So. Super, jetzt habt ihr es alle, glaube ich. Ich spiele für Deutschland. Mach das. So, ich bin ein Beobachter. Möchte einen Einstiegspunkt wählen. Los geht's. Und muss kurz warten. Deswegen schauen wir doch einfach bei Christian. Ja, 9 Sekunden bis zum Einstieg. Ich bin irgendwo im Westen eingestiegen. Aber echt? Ja. Ja, Tatsache. Ist denn schon wer drauf? Oh! Oh. Das geht ja, ja super schnell. So ein, zwei Leute. Schnaps ist mit dabei, Davos, Chris, oh Gott, viel zu viele Leute. Schneider. Also es geht schneller als bei First Strike. Erstaunlich. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht, obwohl das ja wirklich die größere Modifikation zum Unterladen war. Giga, ja, hallo, Schneider. Ich muss gerade nochmal neu connecten, deswegen schauen wir einfach mal so lange bei dir. So, ich steig mal ein, ne? Fahr mal los, du machst das gut, Junge. Ich vertraue dir. Ich hoffe, du hast einen guten Fahrstil. Sieht doch immer wieder schön aus. Yay! Können wir mal kurz einen Blick auf die Map werfen. Sehr geräumige, große Map.
verständlich, ist ja auch für 64 Spieler. Und wir machen uns gerade auf den Weg nach Bierhacking. Bierhacking. Sehr schön. Dem anderen Truck hinterher. Ja, sehr und gut. Und da sieht man mal wieder, also ich finde das komplette Model-Design und auch Gemäppe, das sieht so gut aus bei den Jungs. Also die haben einfach ein sehr cooles Team. Schnaps schreibt gerade, hoffe, du kennst mich noch von Call of Duty 4. Klar. Schnaps. Call of Duty 4 werden wir natürlich auch mal wieder zocken. Da wurde schon in den Comments nachgefragt, wann zockt ihr es mal wieder? Und das werden wir gerne nochmal aufgreifen. Wir nehmen natürlich gerne immer Vorschläge entgegen für Modifikationen für die jeweiligen Originalspiele. Auch die zocken wir manchmal, aber das oh nein, was tust kommt du? Ja dann eher in Genre. Wieso schießt du einfach in die Luft dann? Aus Aggression. Ja, das aber Fahrzeug um dreh ich mal um, vielleicht kannst du mir helfen, das Auto wieder aufzubauen. Oder steig hier, guck ja. Mal, der hupt dich schon an. Hallo. Da ist die Peach, nehme ich mit. 66 Complex. Kübelwagen. Gucken wir mal. Die Christiane, die kann es nicht sein lassen. Du machst den Jungen völlig verrückt. Guck mal, wie der Gott. Fährt. Guck mal, was der macht. Ich will mir ein paar kleine Einlagen zeigen, wie gut er fahren kann. Boah, schön mit dem Flugzeug gerade. Karre. Oh, yay. Yay. Yippie. Yo. Okay, Christiane dreht völlig durch. Ich finde das gut. Schau mal, ob ich jetzt beigetreten bin. Nee, noch nicht. Was dauert machst noch. Du denn da? Ich weset nicht. Doch. Yay, Hupen. Es lässt gerade auf sich warten. Hast du auch ein Ziel, mein Freund? Ich kann ja noch so ein bisschen auf die Features eingehen, während wir bei dir ein bisschen zuschauen, die neu dazugekommen sind. Oh. So hat man unter anderem neues Flugzeug integriert. Nennt sich Hurricane MK2D. Wir haben noch damit dabei einen neuen Panzer. Caro Amato M1340. Also für die Leute, die sich damit auskennen, die werden wahrscheinlich jetzt jubeljauchzend. Ich kenne mich da leider nicht so gut mit aus, weiß das aber dennoch zu schätzen, was die Jungs da immer für eine Arbeit machen. Ist aber jetzt schon richtig voll, der Schrauber, ne? Ja, 17 Spieler und 18 Spieler. Also 17 bei den Deutschen. Ja, das ist schon viele. Sehr gut. Müller, so muss das sein. Marias. Hast du denn auch schon einen Punkt eingenommen? Longst, aber das bist du doch. Ja, ja, das bin ich. Ich bin ja auch am Connecten, aber ich warte die ganze Zeit. Ich habe noch... Es gibt übrigens jetzt sehr eigentlich. Schön, wenn du jetzt mal über Kimme und Korn zielst, so einen Tiefenschärfen-Effekt. Das kann man ganz gut erkennen. Ab dem Moment, wo du quasi in diesen Zoom reingehst, über Kimme und Korn zielst, ist quasi nur noch das, was du zentrierst. Weil du kneifst ja dann mit den Augen, ziehst über Kimme und Korn... sozusagen scharf und alles drumherum so unscharf. Und das ist gerade jetzt mit der neuen Version 2.1 dazugekommen. Und ja, wo du gerade fleißig cool. rumballerst, es wird dir vielleicht gefallen. Es gibt jetzt neuerdings auch eine Bazooka. Yay! Mal gucken, ob wir die noch zu sehen und zu spüren bekommen. Sehr gut. Du bist einfach mal bei Sergeant Stahl oder so eingestiegen. Sergeant Stahl. Peach Head War im Auto mit Sergeant Stahl. Das ist gut, ja. Interessant. Wir fahren ja, ich hoffe, dass das bei mir gleich ein bisschen besser läuft. Bestimmt. Wir werden noch ein bisschen zocken. Wir bleiben einfach mal auf dem Server. Ihr könnt ja einfach für neue Maps voten und Plätze sind noch jede Menge frei. Kommt mit drauf. Ich gebe gleich die IP von dem Server einfach nochmal in den Comments bekannt. Genau, Freunde der Nacht. Nutzt die Chance. Ein Take habt ihr noch. Allerdings sind wir jetzt im Konsolenbereich. Jetzt geht's erstmal weiter mit den Maxern, unseren Laboranten, die sich natürlich wieder in den Zweiten Weltkrieg stürzen, um dort natürlich die Modifikation Forgotten Hope Version 2.1 weiterspielen. Richtig? Ja, das ist richtig und das tun wir. Und ich stehe hier schon die ganze Zeit mit Spezi und eigentlich war auch noch Carbon dabei, aber ich glaube, der ist gerade irgendwie umgelegt worden. Generell sind jetzt super viele Leute auf dem Server. Auf meiner Seite spielen 27, auf der anderen Seite spielen auch 27 und du hast es auch auf den Server geschafft. Unter anderem dabei Müller, Geier, Heinrich, Stahl, Josef Schneider, nochmal Schneider, Spezi, Blitzkrieg Hannes. Wer ist denn auf der anderen Seite so? Logan, Jojo, Eisenschmeißer, mieser Eisenschmeißer, das ist auch ein toller Name. Bomber, Flyboy, wo bist du denn hier, Longs? Ich bin ganz unten leider, mit minus 4. Ich habe gerade eben eine Granate geworfen, habe glaube ich 2 Leute geteamkillt. Oh. Ich habe das mal abgenommen für heute. Ja, das stimmt. Und deswegen leider jetzt am Ende aber der gucken, wie das Rangliste. Ist, ne? Egal. So, ich entscheide mich jetzt einfach mal für eine neue Klasse. Bin gerade hier in der Mitte bei der 150 Box, denn die ist stark umkämpft. Da musst du mal vorbeikommen. Bist du bei mir eigentlich im Team oder bist du auf der anderen Seite? Ich bin auf der anderen Seite, Tatsache, ich. Und du hast schon einen Kill und ich habe minus 5. Respekt. Ja.
Haben die Jungs mir gut geholfen. Wir zocken übrigens immer noch auf Gazala. Ich habe gerade eben mal dazu aufgefordert zu voten. Ich hoffe mal, das machen die Jungs jetzt. Je mehr deiner Teammitglieder sich in der Nähe der Flagge befinden, desto schneller kannst du sie erobern. Jungs, komm, wir gehen ins Auto. Geht das? Ich glaube nicht, oder? Ins Auto? Ja, aber ich... Ah, doch. Ich wollte eigentlich nicht fahren, aber... Na gut, was soll's. Ich fahr mal los. Hier vorne geht's richtig ab. Ja. Die ganze Zeit kommen hier Panzer vorbei. Hier stehen noch so die Wracks. Gerade eben kamen da noch Flieger. Geh mal aus dem Weg. Werde ich hier noch von meinem Kollegen abgeballert. Aber der sieht ja übel aus. Macht ja nichts. Was nehmen wir denn? Anti-Tank? Nee. Assault. Komm, wir nehmen mal Assault. Und ich hoffe mal, dass ich da hinten in der Base, in El Adem, mir nochmal ein Flugzeug schnappen kann. Oh, ich die meisten Zuschauer da draußen, die kennen das schon. Das geht nie gut aus, aber Spaß macht's trotzdem immer. Oh, da hinten ist einer. Nette Maschine. Die würde ich mir doch gern schnappen. Aber da hinten läuft er schon. Da läuft er. Nein, warte auf mich. Warte, wer immer du bist. Nein! Warte. Wir werden beballert. Kollege, warte doch hier, wer bist du? So, folgt mir im Konvoi. Nein, jetzt haut er ab. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss den jetzt abschießen. Ey, du hast ja voll die schnelle Karre da. Mann! Schneiden. Ich wollte doch den Flieger. Nee. Ohne so, den Flieger kann ich doch nichts. Los geht's. Private John Davis. Oh, Minen. Achtung. Mensch. Colin sagt, ich soll mir gerade hier den Lastwagen schnappen. Glaube hey. Ich. Da. Guck dir das mal an. Frech. Ach, was soll ich davon halten? Zack, aber erwischt noch die Jungs. Sehr gut. Also gerade mit 64 Leuten, du siehst das hier, großartig. Kommt da so eine geile Stimmung immer auf. Da lacht er nur dreckig. Mann! Wieso klauen mir denn alle die Flieger? Ich hab die doch höchstens 2 Sekunden, dann könnt ihr die wieder haben. Dann spawnen die doch neu. Tim, wo bist du jetzt? Ich bin hier, El Adem. Kriegt jetzt einen neuen Auftrag. Okay. Ach stimmt, du bist ja bei den anderen. Verdammt. Nein. Ich muss... Nein, egal. Ich habe kurz darüber nachgedacht, meinen Kollegen abzuschießen, um das Flugzeug zu holen. Oh. Aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt doch für ein Auto. Die Chance, dass ich darin überlebe, ist auch einsteigen? Einfach drastisch höher. Oh. Nee, gut, dann nicht. Ah, Idiot. Hey. Schauen wir mal den hier. Und ab geht's. Nach Bir Hakim. In der Hoffnung, dass wir den Punkt vielleicht noch erobern können. Mensch, das ist aber echt super weit. Christiane. Stell dich doch nicht so an. Was gibt's bei dir? Ich fahre gerade hier in meinem Vehikel herum. Ich nehme mal Tastatur mit rüber und drück W so lange. Hallo. Was soll denn das? Wo bist denn du? Da oben. Da, ja. So. Das ist ja so lahm. Ja, du hast ja jetzt auch nicht das schnellste Vehikel ausgewählt, was zur Verfügung stand. Ihr könnt euch übrigens den kompletten Changelog auch nochmal runterladen bzw. angucken auf der Webseite von den Jungs, wenn ihr genau wissen wollt, was ich alles verändert habe. Wir haben ja so ein paar Sachen genannt, wie neue Fahrzeuge, die Bazooka als neue Waffe, den Tiefenschärfe-Effekt, den wir gerade eben kurz gesehen haben, neuen Panzer, 3 neue Maps. So, jetzt geht's mir aber auf die Nerven hier. Fahrrad und Traktor haben wir gar nicht gesehen. Schade. Nee, habe ich auch nicht. Müsst ihr euch mal angucken, auf der Webseite gibt's Bilder davon. Kann man wirklich mit rumfahren. Sehr cool gemacht. Boah, das dauert ja ewig. Wir haben nur noch 1 Minute. Entenkiller. Das heißt, in einer Minute muss ich jetzt hier alle Punkte einnehmen. Ich will auch hier rein. So. Wer ist denn momentan hier gut am Führen? Oh, bei euch im Team. Ja. Der GF-gefreiter Geier. Unglaublich. Und direkt Müller dahinter auch. Müller. Kretzer. Abgefahren. Wompel und Sturmtrupp bei uns im Team. Ich werde beballert. Kann nicht wahr sein.
sind hier tatsächlich mal endlich Gegner in Sicht. Ja, super. Ich hatte schon kurz gedacht, das wärst du. Aber nee. Aber du hast wen anders erwischt. Mhm. War es wenigstens ein Teamkill? Ja. Ja, ich habe gedacht, ich wollte auch noch mal auf heute. Sehr gut. Ja, wir sind noch ein klein bisschen auf dem Server drauf. Und um das Ganze mal abzukürzen bzw. abzuschließen, auch die neue Version macht wieder super viel Spaß. Ist natürlich schade, dass wir von der Zeit her nicht so viel Zeit hatten, auf die ganzen Features einzugehen, uns alle Maps anzugucken und so weiter. Aber das könnt ihr ja tun. Wenn ihr einfach mal auf die Homepage der Jungs geht, dort vorbeischaut, ist im Artikel verlinkt. Und dort könnt ihr euch dann die ganzen Screenshots anschauen, Videos davon angucken und so weiter. Oder ihr lasst euch einfach selbst davon verführen, indem ihr euch die 1,5 GB runterladet und es ausprobiert. Selbiges gilt natürlich für First Strike. Das ist knapp 1 GB groß, auch eine Menge, aber naja.